Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Haul von Niche Beauty. Das ist hier in dieser Tasche. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Wenn man bei Niche Beauty für 150 Euro eingekauft hat, hat man eine Goodie Bag im Wert von 300 Euro irgendwie bekommen. Mega. Habe ich auf Instagram geteilt. Ich heiße da AIDYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Folgt mir da sehr gerne. Denn wenn ich solche geilen Aktionen mitbekomme, dann teile ich die dort auch immer. Und ich würde euch erstmal zeigen, was ich mir bestellt habe. Und dann zeige ich euch, was in der Niche Beauty Surprise Bag Box drin ist. Genau. Ich habe tatsächlich auch versucht, so zu shoppen. Jetzt ist natürlich alles hier vollkommen durcheinander, ne? Dass ich schlau shoppe, weil da gibt es auch immer wieder so Goodie-Aktionen mit dabei. Wenn du von einer bestimmten Marke was kaufst, dann gibt es gratis was dabei. Wenn du für ein, also ich meine, das haben viele Online-Shops ja auch, ne? Und ich habe mich da auch von der einen oder anderen auch so ein bisschen anfixen lassen und dann entsprechend zugeschlagen. Und jetzt habe ich alles rausgefusselt und die hatten krasse Rabatte. Da konnte ich nicht drum rum, Leute, ganz ehrlich. Da konnte ich auch nicht Nein sagen. Okay, so, was habe ich hier denn alles? Okay, okay, okay. Ich fange an mit Chantecaille oder Chantecaille, ich weiß es nicht. Da schwärmt Unbox Butterfly Nicole immer so von. Und da habe ich mir tatsächlich direkt zwei Blushes bestellt. Die haben nur 2,5 Gramm Inhalt und kosten über 40 Euro. Sackenteuer. Aber ich hatte irgendwie dadurch, dass ich den Newsletter abonniert habe, dann noch ein paar Prozente mit da drauf. Und je nachdem, welchen von den Blushes man wählt, unterstützt man dann auch irgendwas Wohltätiges. In dem Fall ist es jetzt hier zum Beispiel, dass wenn man die Farbe Bliss genommen hat, dass man die, den Monarchenschmetterling mit unterstützt. Das wird dann, beziehungsweise da wird eine entsprechende Organisation mit unterstützt. Das steht auch alles auf der Homepage da beschrieben. Und Schmetterlinge sterben aus. Wir merken es, glaube ich, auch draußen. Also ich sehe selten nur noch Schmetterlinge. Und das ist super winzig, ne? Also das ist das Viech und das ist meine Hand. Ich habe eine große Hand, aber das Ding ist klein. 2,5 Gramm. 40 Euro. Läuft. Okay, ja, aber ich fand es interessant, ich fand es schön und das ist halt irgendwo auch ein kleines Schmuckstück. Und wie gesagt, Nicole hat es in die Kamera gehalten, ich habe mich verliebt, ne? Dieser Blush ist tatsächlich sehr, sehr hell und das wird auch eher so ein Alltagsblush sein, so ein ganz helles Peachy-Rosa-Tönchen. Ja, weiß ich nicht, was bist du? Rosa oder bist du Peach? Und ich glaube, dass dieser Schmetterling, dieses Schimmergedönsen ist ein Overspray. Man mag es gar nicht kaputt machen, weil ich glaube, jeder Fingerswipe kostet mich 1 Euro gefühlt. Ja, das war nur ein Overspray, jetzt habe ich es weggemacht, läuft. Und das ist halt sehr hell, ne? Aber halt wirklich super schön geeignet für helle Häutchen wie mich. Und ja, ganz dezenter Blush, aber schön. Doch, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird auch eine Sache sein, die ich in der Umverpackung drin lassen werde, wenn es jetzt in meine Sammlung einzieht, ne? Deswegen kommt das mal hier hinten so hin, dann kann man das sehen. Ist winzig klein, man sieht es kaum. Und das habe ich hier auch noch geholt, das ist der Lauter und damit unterstützt man die Korallenriffe, weil die halt auch immer wieder durch diese ganze Umweltverschmutzung absterben. Genau, und hier soll das unterstützt werden, dass es halt irgendwie verhindert wird. Und hier haben wir dann das kleine Produktchen, sieht genau gleich aus, ne? Hier hast du auch dieses Eingeditschte und ja. Das ist ein bisschen krasser von der Farbe her, ein bisschen auffälliger, mehr ins Roséfarbene. Finde ich auch sehr schön. Auch das leider nur das Overspray. Wobei so Schimmerblushes müssen auch nicht unbedingt sein. Ich verwende ja danach auch noch einen Highlighter. Ja, der ist deutlich sichtbarer. Aber schön, ne? Ich glaube, das sind aber auch Produkte, die man wirklich verwenden sollte. Denn so High-End-Produkte, die sollte man nicht einfach horten, die sollte man verwenden. Ist eigentlich super wichtig. Genau, und was es dann halt gratis mit dabei gab, war halt diese kleine Tasche von Chantecaille. Und irgendwie auch eine Probe. Just Skin Anti-Smog Tinted Moisturizer, Lichtschutzfaktor 15 in der Farbe Bliss. Das muss ich mal gucken, was das ist. Ist wahrscheinlich eine Foundation oder sowas, weiß ich nicht. Oder konnte ich mit 3 Proben? Nee, Quatsch, es ist eine von den Proben, die man sich aussuchen konnte. Denn 2 Proben konnte man sich aussuchen. Ja, genau. Niche Beauty haben innerhalb von weniger als 24 Stunden zu mir geliefert, weil man ab, ich glaube, 150 Euro Bestellwert sowieso diese Expresslieferung gratis mit dabei hatte.
haben wir ein Täschchen. Finde ich schon mal ganz schön. Verwende ich immer für Verlosungen, um die Produkte zu schützen. Da muss ich nicht extra Verpackungsmaterial mit beilegen, beziehungsweise ich verwende ja eh das, was ich da habe. Da kaufe ich ja nichts Neues für. Das ist auch wieder umweltschonend. Oh Gott, ich kriege es ja gar nicht auf. Hui, das ist aber gut verschlossen hier, meine lieben Damen und Herren. Okay, was haben wir hier drin? Wow. Hä? Okay. Zwei Produkte scheinen hier drin zu sein. Ich weiß gar nicht, ob das abgebildet war. Einmal habe ich hier die Faux Seals Longest Lash Mascara Black 4 Gramm sind hier enthalten. Ja, eine Mascara, ne? Ist nie weg, so ein Ding, ne? Das mag ich wohl gerne. Das finde ich schön. Ja, sieht auch wieder hübsch aus. Ich glaube, dass nicht alle Produkte von der Marke diesen Umweltschützungsaspekt haben. Ist aber auch cruelty-free, das finde ich auch schön. Hat ein ganz klassisches Faserbürstchen. Schaut so aus. Ist so, oval, ellipsenförmig. Oh, das ist aber stark parfümiert. Riecht nach Rose. Sehr, sehr stark. Okay, ja, kann man machen. Ist schön, war für Oma dabei. Sag ich nicht nein, nehme ich gerne mit. Und dann habe ich hier noch was, das ist auch hier so eingepackt. Maske, eine Hibiskus Smoothing Mask. Oh, Aromakologie, 5 ml sind hier enthalten. Ja, die haben auch sehr, sehr hochwertige Pflege. Hatte ich auch gesehen, als ich da im Onlineshop gestöbert hatte. Ich habe gar nicht diese Blushes auch auf anderen Homepages nicht wirklich gefunden. Ne? Also ich glaube, dass es da auch exklusiv die gibt. Sample not for sale, Hibiscus Smoothing Mask. Ja, aber da sagst du auch nicht nein. Das nimmt man doch gerne mit. Ist jetzt von der Größe tatsächlich so ein Adventskalenderprodukt, hätte ich jetzt gesagt. Und 5 ml hast du fast in einer Anwendung. Wenn es hochkommt, in zwei Anwendungen. Ne? Ist jetzt hier noch verschlossen, deswegen rieche ich da nichts durch, aber die werde ich mal verwenden. Das wird dann eine sehr luxuriöse Maske sein, denke ich mal. Ne? Wow. Okay. So, das war Chantecaille. Ich kann sowas nicht aussprechen. Ich kann Französisch, aber sowas kann ich nicht. Dann habe ich mir mitbestellt von It Cosmetics Bye Bye Pores Blush. Den wollte ich immer schon mal haben. Und jetzt musste ich ja sowieso auf meine 150 Euro kommen. Und deswegen habe ich das auch mitbestellt. Ist jetzt in der Farbe Warm Peach. Und It Cosmetics ist so eine ganz interessante Kiste. Das sagt Mama Co Beauty auch immer, weil die ja auch eine Kooperation mit denen hat. Die ganzen Make-up-Produkte werden als Pflegeprodukt geboren und werden dann entsprechend gemodelt, damit es Make-up wird. Und das finde ich cool. Und ja, ist halt so eine, ne, die klassische schwarze Verpackung. Und das schaut dann, oh Gott, ich habe ganz schön viele Blushes bestellt, fällt mir gerade auf. Aber gut, ja. Schön. Oh, der fühlt sich sehr trocken an, fast schon. Und ja, der ist wirklich peachy. Sieht aber schön aus, doch. Den kann ich mir auch, der hat halt keinen Schimmer, werden die anderen ja auch mit der Zeit nicht mehr haben, ne? Aber auch eine schöne, frische Farbe. Das finde ich hübsch. Das gefällt mir wirklich gut. Oh nein, oh nein. Auch das kein Produkt, was günstig ist. It Cosmetics ist eine recht hochpreisige Marke. Aber, ne, wir sehen gleich, was es gratis mit dabei gab. Also von daher ist es okay. Das muss sich ja auch lohnen. Aber ich musste halt wirklich schauen, was sind denn Produkte, wo ich halt immer mal wieder sagte, ah, da hätte ich wohl mal Bock drauf, das auszutesten. Zum Beispiel auch von RMS Beauty. Ich weiß gar nicht, wer das vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob das Hatice Schmidt war oder so, aber irgendwo habe ich diese Marke auch schon mal gesehen. Oder war das Alicia Marie? Das ist die Hidden Desire Palette. Und hier sind sowohl Lidschatten als auch Face-Produkte drin. Das durfte dann auch mitwandern. Und die ist halt sehr schlicht vom Packaging her. So ein weißes Verpackungsdesign. Matt fühlt sich das auch an. So, und dann habe ich hier, genau, 6 Lidschatten und ein Blush wieder und ein Highlighter. Ich hatte erst gedacht, als ich das Bild gesehen habe, das könnte wohl ein Puder sein. Aber dann habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und habe halt auch gelesen, dass es tatsächlich sich um einen Highlighter handelt. Und da kann ich die beiden mal swatchen. Also der Blush hat sich gerade sehr, sehr cremig angefühlt und der Highlighter ist eher trocken unterwegs. Also nicht so cremig, rampampam. Oh, der Blush hat Kapitis und der Highlighter ist recht kühl. Ah, hat aber auch recht groben Glitzer mit drin. Da muss ich schauen, wie das auf der Haut dann aussieht, ne? Genau, aber wow, was ein intensiver Blush. Das finde ich schon mal krass. Hat auch einen Spiegel mit dabei, die Palette. Habe ich euch eben schon von Namen gezeigt, ne? Genau.
Und da bin ich auch sehr gespannt. Natürlich kannst du den Highlighter und den Blush auch umfunktionieren als Eye-Produkt, als Augenprodukt. Genau. Ja, und dazu gab es mit dabei für Umme eine Probengeschichte von der Foundation, die Uncover Up Cream Foundation von RMS Beauty in 4 verschiedenen Nuancen. Genau, das finde ich immer ganz... Ich habe schon wieder so oft genau gesagt. Also ich denke, die 00 wird das sein, was mir passt. Die anderen werden dann wahrscheinlich weiter wandern oder so. Ich weiß es nicht. Aber oder ich kann die als Bronzer verwenden oder so. Muss man mal gucken. Finde ich aber ganz cool. Und ja, ne? War halt auch so mit dabei. Dann habe ich gesehen, dass bei Terry da ziemlich viele Produkte krass im Ausverkauf hatte. Und deswegen habe ich mir 2 bestellt. Oder warte mal. Entweder war eins davon gratis oder, nee, also die Lash Twist habe ich mir definitiv bestellt. Die habe ich ja auch schon da. Die kann ich ja mal aus meiner Sammlung hier rausnehmen. Das ist so eine ganz interessante Geschichte. Ich sollte mir zur Kamera reden. Da. Und zwar habe ich die auch in dem Adventskalender mit dabei. Das ist die Lash Expert Twin Brush. Die ist das. Und, das ist eigentlich so ein Gummibürstchen mit relativ langen Borsten. Und die kann man aber, wenn man das Ganze dann etwas voluminöser gestalten möchte und geswirlter haben will, hier unten drehen. Irgendwie, genau so rum. Und dann hat man so ein nicht gerades Bürstchen, sondern halt so ein richtiges gedrehtes Bürstchen. Ich finde sowas fancy. Und die war halt gratis mit dabei. Und da habe ich mir gedacht, entweder für mich dann als Backup oder mal zum Verlosen oder so, weil die halt echt günstig war. Wirklich, ne? Also verhältnismäßig für diese ganze By Terry-Geschichte. Ich habe euch ja auch schon Fullface By Terry geschminkt, kann ich euch hier oben mal verlinken. Mega. Also die Mascara, ne? Jetzt nicht die Foundation und der Concealer. Also der Concealer war übel. Egal. By Terry Crayon Lèvre, das ist ein Lippenkonturenstift. Perfect Lip Liner, Plumping Curve and Contour Definer. Stay on Perfect Formula in der Farbe 6 Jungle Coral. Sieht sehr, sehr hochwertig hier drin aus. Ne? Ich glaube, der war einfach nur mega krass runtergesetzt. Deswegen habe ich den mitgenommen. Ach was. Hier hast du sogar einen Anspitzer mit drin. Das läuft ja bei ihm, ne? Genau, und da habe ich dann hier den Lip Liner. Und den swatche ich euch doch mal direkt. Den kann man so hoch... Ne, den muss man anspitzen, Claudia. Deswegen ist auch ein Anspitzer mit dabei. Das würde Sinn ergeben. Genau, ist so ein... Ja, eigentlich eher rostrot. Ich weiß nicht, ist das Koralle? Kann man so sehen. Ist aber definitiv mal eine etwas andere Farbe. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Und ja, das waren dann quasi die Produkte, die ich mir gekauft habe. Also wofür ich dann halt quasi die 150 Euro ausgegeben habe, was nicht so groß ist, sage ich mal. Aber es ist halt High-End, ne? Was willst du machen? Auch mit dabei war von Und Gretel Berlin eine Foundation. Ist aber leider in der Farbe Haselnuss 4.5. Das ist nicht meine Farbe leider, ne? Ich hätte ja gerne mal ausprobiert. Da schwärmt ja die... Ach, es schwärmen so viele Menschen von so vielen Sachen. Aber auf jeden Fall wird davon geschwärmt. Paintport, so, die schwärmen davon. Und jetzt räumen wir mal ein bisschen auf. Ich glaube, das erste Produkt, was quasi dann ja in dieser Goodie Bag mit drin war, ist die Bag an sich. Das ist diese Niche Beauty Bag. Und ich finde die sehr praktisch, weil das halt so ein richtiger Shopper ist, den man hier oben halt richtig gut anpacken kann. Das ist ein richtig guter Tragegriff. Das hat eine schöne Qualität. Also für mich auf jeden Fall eine coole Sache. Also das würde ich auch als Produkt werten. Und dann gab es noch diese Box mit dazu. Ja, die ist hübsch, ne? Also die Box an sich ist schon mal hübsch. Ist so schuhkartonmäßig. Ja, kann man machen. Und da drin sind dann die ganzen Produkte. Da bin ich jetzt echt gespannt. Die waren auch aufgeführt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die auch von der Größe her sind, ne? Weil das hast du jetzt nicht so unbedingt gesehen. Das ist einmal von Mido, 3-Day Skin Boost, Niche Beauty.com. Achso, die haben da exklusiv ihr Gedönsen für gemacht. Intense Hyaluronic Filler Ampoule, Vitamin C Glow Ampoule und Powerful EGF Ampoule. Okay, das haut halt voller Elle rein. Machst du 3 Tage hintereinander und hast dann die wunderschönste Haut deines Lebens. Ist doch schön, ne? 3x2 Milliliter. Ja, finde ich echt cool. MDO Cosmetics sagt mir so nichts. Dann ist hier ein irgendwas dabei. Ja, da schläft jemand und schnarcht. Moment. Das
seht ihr das süßeste, süßeste, kleinste Hündchen der Welt. Wahnsinn niedlich, ne? Ja, okay. Auf jeden Fall. Sorry, I'm on my way. Cooler. Classic Sunscreen Spray. Niche Beauty, sorry, da fehlt noch etwas. Ihre Summerbag ist leider nicht ganz vollständig. Wir entschuldigen uns und werden Ihnen das Produkt so schnell wie möglich zusenden. Bis ganz bald, Ihr Niche Beauty Team. Okay, das Produkt hätte mit drin sein sollen, ist aber nicht mit drin. Gut, Corona ist manchmal ein bisschen böse. Lichtschutzfaktor 50 ist das. Das hätte ich jetzt tatsächlich gebraucht. Aber gut, das ist ein Sonnenspray, Sonnenschutzspray. Ja, aber das wird dann nachgeschickt. Bin ich gespannt. Das hatte ich schon mal irgendwo mit drin. Das finde ich jetzt nicht so bombastisch. Vita Liberata Body Blur High Definition Body Make-up. 30 ml in der Farbe Latte. Das ist für mich etwas dunkel, dieses Latte, ne? Das ist wirklich ein bisschen zu dunkel. Aber schön, dass sowas mit drin ist, weil bestimmt gibt es Menschen, die Bock drauf haben, ihre Beine halt entsprechend einzufärben. Das ist von Aurelia London. Resurfacing Serum Clear Skin Treatment. Oh, das kann ich gebrauchen. Mit 5% Niacinamiden, Bakuchiol und Protida 15 ml. Das sieht schon mal sehr hochwertig aus. Und hört sich auch sehr hochwertig an, muss ich gestehen. Das finde ich schön. Also Serien verwende ich gerne. Ich mache ja auch gerne dieses Layering, ne? Oh, ich mag das gerne. Sieht sehr schön aus. Glasflakon. So schaut das aus. 15 ml ist auch eine ordentliche Größe. Schon cool. Wow. Das gefällt mir. Ja. Ja. So, was habe ich hier noch mit drin? Ein Tübchen von Margaret Dubs London. Fabulous Feet, eine Foot Lotion, also für die Füße, 45 ml. Ja, sowas ist toll, ne? Die Füße dürfen gerne gepflegt werden und jetzt, wenn wir in die Zeit kommen, wo mehr Fußkram getragen wird, wie heißt das? Offene Schuhe, genau, kann man sowas wirklich gut gebrauchen. Dann habe ich hier mit drin Westman Atelier. Was ist das? Oh, guck mal. Highlighter, Blush und Contour. Das sind so Luxusprobenviecher. Das finde ich ja cool. Also, ne, dass die sowas nicht in Originalgröße mit reinpacken können, kann ich mir schon denken. Hier haben wir jeweils, keine Ahnung, ein paar Gramm, ein paar Milligramm, ein paar irgendwas mit dabei. Steht das hier irgendwo drin, wie viel Gramm das sind? Keine Parabene, keine PEGs, kein Talg, keine Phthalate, keine synthetischen Gerüche. QR-Code mit dabei. Nee, da steht jetzt nicht, wie viel Inhalt es hat. Sonst hätte ich euch nämlich hier den Preis auch entsprechend mit einblenden können. Ich kann euch ja zu den Originalprodukten das mit einblenden. Aber wie viel Gramm hier enthalten sind, keine Ahnung. Das steht leider nicht mit enthalten. Werde ich dann vielleicht einfach mal nicht mit einberechnen. Aber doch, das finde ich cool. Kann ich vielleicht sogar für meinen Fullface Beautyboxen verwenden, weil das ist eine Beautybox. In gewisser Art und Weise, ne? dann habe ich hier ein Dual Exfoliating Clay. Das ist eine Maske, denke ich. Kat Burki Double Action Agil Exfoliant. Ja, 10 ml sind hier drin. Das ist so ein kleines Typchen. Also diese Box gibt mir echt schon mal so einen Vorgeschmack auf die Adventskalenderzeit, Leute. Da habe ich richtig Bock drauf. Seid ihr auch schon heiß drauf? Im Juni. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich schon drauf. Von Dr. Barbara Sturm, eine Eye Cream. Super teure Marke. Made in Germany. Ich habe davon, glaube ich, mal eine Creme aufgebraucht. Muss sagen, dass mich die Marke jetzt nicht so geflasht hat. 5 ml sind hier enthalten. Ist für eine Augencreme-Probe, sage ich jetzt mal dazu. Aber vollkommen in Ordnung, ne? Das finde ich in Ordnung, wirklich. Also normalerweise hast du ja in Augencremes 15, 20 ml drin. Das passt. Creme Solaire Visage Face Sunscreen von Mimitika. 50 ist da der Lichtschutzfaktor und mein Nagellack verabschiedet sich. Ja, ciao. Das ist cool. Also, ne, sowas als Lichtschutzfaktor 50, das ist so wichtig. Also Lichtschutzfaktor im Gesicht kann man sich wirklich mal gönnen. 10 ml sind hier enthalten und hört sich spannend an, definitiv. Von RMS Beauty habe ich hier auch was mit dran. Luminizing Powder Grand Dame. Das wird eine Originalgröße sein. 15 Gramm sind hier enthalten. RMS hatten wir ja eben schon, die Face Palette. Das ist ja cool. Und das ist dann entweder ein Highlighter oder ein Puder, also ein Gesichtspuder. Wow, ist das schwer. Also das scheint wirklich Full Size zu sein, weil das so riesig ist, ne? Bin ich gespannt auf die Farbe. Das ist ein Highlighter. Definitiv ein Highlighter, aber ein schöner Highlighter. Oh, ich hoffe nicht so glitzerig wie der, den ich eben geswatcht habe. Wow, aber das ist so mit Spiegel und allem Rampampam so ein
Allerweltston, ne? Dieses nudige, Champagner-mäßige. Das könnte mir auch passen, ja. Sonst habe ich immer ein bisschen Probleme bei solchen Tönen. Das ist vielleicht. Oh, das ist schön. Das ist schön. Dass mir sowas halt so dunkel sein kann, aber nee, das sieht wirklich toll aus. Wow. Und das ist, glaube ich, super, super, super hochpreisig und hochwertig, wenn ich so an die Palette denke, die ich da bestellt habe. Ja, da geht die Palette ab. Sehr schön. Ja, dann habe ich hier etwas Matcha Glow, Kollagen Matcha Aloe Vera, What if your cup of tea became your new beauty ritual? Okay, das trinkst du, ne? Ja, Matcha Glow kann man sich gönnen mit Matcha, Aloe Vera und Kollagen. Von so einem kleinen Tütchen kannst du jetzt nicht erwarten, dass dein Gesicht sich erneuert. Aber was ich halt hier bei solchen Proben immer denke, gut, man kann halt schauen, ob einem das schmeckt. Und wenn einem das schmeckt, kann man das gegebenenfalls nachkaufen. 11,7 Gramm sind in einem so einem Tütchen enthalten. Und dann machst du dir so einen selbst aufgemixten Matcha-Tee. Ja, warum eigentlich nicht? Ein kleines Pröbchen, aber wirklich kleines Pröbchen von 1 Milliliter von Susanne Kaufmann, Hyaluronserum, Feuchtigkeit spendend, ist hier enthalten. Ja, das ist halt echt so eine Einmalanwendung, ne? Vielleicht, wenn man Glück hat, kriegt man das für 2 Anwendungen raus. Kann man ausprobieren. Dann habe ich hier von Beauty, keine Ahnung, Resurfacing Compound, 10 Milliliter sind hier enthalten. Das meine ich auch letztes Jahr in irgendeinem Adventskalender drin gehabt zu haben, denn die Verpackung kommt mir gerade sehr bekannt vor. Ja, ich glaube, das war nämlich auch sehr, sehr teuer. 10 Milliliter sind hier enthalten. Ich versuche es jetzt mal vorsichtig aufzumachen. Also hier den Teaserstreifen mal so. Ja, damit reißt du leider die Verpackung auseinander, Claudinchen. Also der super funktioniert. Okay. Aber das ist halt echt so eine riesen Verpackung und dann hast du so ein kleines Moped von 10 Millilitern drin, ne? Joa. Resurfacing. Also quasi eine neue Aufmachung von deinem Gesicht. Finde ich sehr witzig. Okay, ne? Ist da auch noch mit bei? Von Paula's Choice, falls man das mal ausprobieren möchte. Water Infusing Electrolyte Moisturizer mit 15 Millilitern. Das soll dir ja, Hydratisierung geben, das Gesicht nähren, müde Haut wieder toll machen und eine ganz leichte Textur haben. Das ist dieses Typchen. Ja, zum Ausprobieren kann man das nehmen. 15 Milliliter. Ist ganz schön, ne? Auch das kommt mir bekannt vor. Ein Wave Spray von Y. 30 Milliliter. Genau. Das ist halt jetzt so für die Haare ganz schön. Kannst du vielleicht so ein bisschen wieder so schwungene Hütte bringen? Ich weiß es nicht. Finde ich cool auf jeden Fall. Dann habe ich hier von Indie Lee. COQ10 Toner, also ein Toner ist es einfach nur, ja, Toner kann man gut gebrauchen, ist zum Sprühen, ich mag Sprühtoner, das ist immer sehr durchdacht, 8,5 Milliliter sind hier enthalten, das ist bestimmt auch wieder sowas super teures, was ich einfach nicht kenne, ne, und in diesem Online-Shop Niche Beauty findest du halt echt Marken, wie jetzt diese hier, teilweise kennt man die und teilweise ist es super hochpreisig, aber ich kenne die einfach nicht, Deckter. Dr. Dennis Groß, da habe ich hier so ein Alpha-Beta-Rampampam, das habe ich auch schon mal ausprobiert, das ist so ein Peeling-Vieh. Ja, kann man machen. Also erst machst du Exfoliate and Smooth und dann Anti-Aging Neutralizer drauf. Das sind so Tücher hier drin. Die gibt es auch in Großpackungen, da habe ich auch schon mal was von gehabt. Ja, ist okay. Ne? Also für eine Einmalanwendung zum Ausprobieren kann man das sich auf jeden Fall mal gönnen. Dann habe ich hier von Fortuna Skin. Da stand auch drauf, dass es halt Luxusproben sind größtenteils. Ne? Aber gut. 4 Gramm habe ich hier enthalten. Cure Collection Rinascita della Olive Replenishing Balm. Okay. Wofür bist du? Weiß ich noch nicht. Für welchen Teil meines Gesichtes soll ich dich anwenden? Das ist ein Balm. Weiß ich nicht. Ist halt wirklich so blau oder Petrol, ne? Von der Farbe her. Weiß ich nicht, wofür. Ist das ein Lippenbalsam oder so? Müssen wir mal gucken. Melt a tiny dot into skin. Concentrating on sensitive areas. Layer over moisturizer. Also du sollst es über deine Feuchtigkeitscreme machen. As the last product in your morning or evening ritual. Okay, als allerletztes Produkt. Add layer upon layer of balm until skin is satisfied. Okay, also du machst erst ganz normal deine Tagespflege. Und wenn du dann sehr sensible Stellen hast, manchmal zum Beispiel für so eine Maske, ne, so eine Ausbruchsgeschichte oder wenn ich sensible Augenpartien habe oder so, dann kann man sich sowas drauf machen. Aber interessant.
interessant. Und das soll dann halt durch die ganze andere Pflege hindurch Feuchtigkeit spenden. Ja gut, das war jetzt die Goodie Bag. Ohne Witz jetzt, wenn ich jetzt die Produkte sehe und da halt hauptsächlich Proben sich mit drin befinden, würde ich jetzt also auf den ersten Blick nicht vermuten, dass ich jetzt hier gerade in diesem Moment 300 Euro in der Box drin halte, muss ich gestehen. Auch wenn ich finde, ne, wo ist er? Der Highlighter ist wirklich wunderschön. Das ist für mich so dieses Top-Produkt aus der Kiste. Diese Tasche gefällt mir gut und dass man sich halt so ein bisschen auch durch diese Gesichtspflegegeschichte durchprobieren kann. Nice finde ich auch, dass wir das von Kopf bis Fuß haben. Also sowohl Haarpflege als auch Fußpflege sind damit bei. Ne? Also kann man sich anschauen, ob ich mir jetzt nochmal so eine Niche Beauty Bag bestellen würde, weiß ich nicht. Da finde ich vielleicht die von Cult Beauty noch ein bisschen interessanter. Wobei man da auch Glück und Pech haben kann. Und trotzdem bin ich froh, dass ich meinen Einkauf getätigt habe, denn so konnte ich die Produkte von Chantecaille mir bestellen und die gefallen mir auch sehr gut und die RMS-Palette finde ich sehr interessant. Die werde ich jetzt auch mit euch zusammen austesten und halt krasse Schnapper bei Terry machen. Hat mir auch gut gefallen. Ja, doch, also ich bin zufrieden tatsächlich, auch wenn ich da mehr erwartet hätte. Aber gut, mag daran liegen, dass die Box so groß ist und sie dennoch so leer ist, ne? Egal, ich mecker. Trotzdem, ich bin zufrieden. Die Produkte waren Geschenk quasi, ne? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!